Alle Jahre wieder. Eigentlich ein ganz wunderbares Weihnachtslied, das mit wenigen und ganz einfachen Worten die Bedeutung des Festes in 3 Strophen erklärt. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. Ist auch mir zur Seite, still und unerkannt, dass es treu mich leite an der lieben Hand. Man kann Weihnachten kaum dichter zusammenfassen. Alle Jahre wieder. Ohne die Strophen dazu klingt es allerdings so alltäglich. The same procedure as every year. Halt wie immer. Das ist dieses Jahr anders. Wir merken das, denn wir sind ja schon mittendrin in dieser so ganz anderen Adventszeit. Egal, was jetzt in diesen kommenden Tagen passiert, unabhängig davon, ob die Schutzmaßnahmen vor dem Coronavirus nochmal verschärft werden oder nicht, Weihnachten in seiner tiefen Bedeutung für uns Menschen, Weihnachten kann man nicht absagen. Das Ganze drumherum, das uns alle Jahre wieder so beschäftigt, so schön es auch ist, es ist verzichtbar. Aber der Zuspruch von oben an uns hier unten, der ist gesagt. Eindeutig und unwiderruflich. Gott ist mit uns, auf allen Wegen, mir und dir zur Seite, still und unerkannt. Ich finde, das ist Grund genug, in dieser schwierigen Zeit der Krise dennoch nicht ohne Zuversicht und Hoffnung zu sein. Ja, sie macht uns schwach, diese Zeit. Sie zwingt uns zur Distanz. Sie stört unsere Lebenskreise und sie lässt uns bei jeder netten Begegnung untereinander Sorge und Angst haben. Sie behindert das ganz normale Leben. Sie zerstört Existenzen. Und je länger sie dauert, diese Zeit der Krise, sie macht uns mürbe, selbst wenn wir das gar nicht wollen. Sie lässt niemanden außen vor. Die Botschaft der Heiligen Nacht aber stemmt sich dagegen. Sie ist nicht spektakulär, eher einfach, ganz klein, unscheinbar. Auch davon singt ein ganz bekanntes und altes Weihnachtslied. Alt, weil es vor gut 400 Jahren übrigens in Trier verfasst worden ist. Alt aber auch deshalb, weil der Text, von dem es sich herleitet, eine uralte Bibelstelle ist, in der der Prophet Jesaja ankündigt, der Hoffnungsträger der Menschheit wird ganz unspektakulär kommen. Es ist ein Ros entsprungen, so heißt es. Und das Ros ist eigentlich ein Reis, ein Reisig, ein kleiner, unscheinbarer Trieb. Seine Wurzeln hat er in der Familie Jesse, also bei Isai, dem Vater des Königs David. Der war vor 1000 Jahren vor Geburt Jesu ein reicher Herdenbesitzer in Bethlehem. Auch da kann es im Winter ganz schön kalt und ungemütlich sein. Mitten im kalten Winter, heißt es, wohl zu der halben Nacht. Alles andere als romantisch. Aber genau da, in dieser Kälte, in der Dunkelheit, in der Angst und in der Unwirklichkeit des Augenblicks keimt Hoffnung für die Welt und ihre Menschen. Ist es nicht großartig, dass all die alten Lieder irgendwie dann doch wie für unsere Zeit gemacht sind?